Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil vom ETS2 Singleplayer mit WTUSS.de. Wir befinden uns immer noch auf der Fahrt nach Osnabrück mit einer Ladung Milchpulver. Sehen wir mal, ob wir in dieser Folge jetzt endlich ankommen. Und auch in dieser Folge, wie in den letzten Folgen, nicht wundern, ich setze die Aufnahmenzeit verzögert ein. Weil ich erstmal prüfen wollte, ob das Programm auch wirklich jetzt auch zeitgleich das Mikrofon aufnimmt, weil ich über zwei verschiedene Wege die Videos spiele. Das Mikro ist direkt am Rechner angeschlossen und das Videobild geht über einen AV-Receiver und da weiß ich nicht, wie das Programm damit klarkommt. Deswegen vorübergehend noch, ich schätze mal so ab Folge 7 wird das kein Problem mehr sein, weil dann werde ich genug Tests gemacht haben, um auch sicher sagen zu können, okay, das Programm akzeptiert auch das Mikro zeitgleich zu dem digitalen Signal. Und das Mikro kommt ja nur analog rein. Ich würde sagen, sind es jetzt nur noch 135 Kilometer. Das heißt, in dieser Folge werden wir definitiv fertig. Und Bagger. Und hinter uns staut sich jetzt alles. Wie man im Rückspiegel sehen kann. Geht's jetzt rechts nach links nach Dortmund. Aber wir wollen ja nach Osnabrück, also fahren wir direkt weiter. Trinken wir erstmal was, bevor wir auf der Autobahn auffahren. So, und rum. Ja, das war jetzt nicht so genial. Hätte ich ein bisschen mehr einschlagen müssen. Aber was eigentlich eine Qual ist, jetzt mittlerweile mit 19 km/h den Berg hoch. Das ist eine Qual, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich will meinen großen Volvo haben. Und geschmeidigen 750 PS, den will ich wieder haben. Und das ist auch, ehrlich gesagt, das Ziel der Zugmaschine, die ich mir mit Sicherheit später kaufen werde wieder. Ja.
Aber momentan fehlt uns einfach noch das Geld. Wir haben gerade mal ein bisschen mehr als 4000 Euro. Und den ich mir so vorstelle, der kostet so 360.000 Euro insgesamt. Mit allen Aufrüstteilen, aber da müssen wir noch ein bisschen im Level wachsen. Oh, das kriegen wir alles hin. Vor allem, was mir eigentlich auch wichtig ist, ich möchte kein Geld erschießen. Nee, das möchte ich nicht. Weil es ist zwar eine einfache Möglichkeit, keine Frage, aber es ist langweilig. Außenperspektive zeigen, jetzt mit der Fahrt. Mit der Dachkamera, okay. Aber auf der Position 2, der Verfolgerkamera, kann man eigentlich auch schon, kann man die Fahrt eigentlich auch sehr gut genießen. Sieht ein bisschen wieder wackelt. Auch der Trailer die ganze Zeit hinterher zieht. Quasi wie ein echter Anhänger, der wenn man in eine Kurve reinfährt und aus der Kurve rausfährt, dass er sich automatisch wieder gerade zieht. Im echten Leben ist es ja quasi quasi genauso. Da merke ich, okay, die Straße sollte so langsam aber sicher die Spur wechseln, weil plötzlich wurde es nämlich einspurig. Und das wurde auch nicht angekündigt. Wurde angekündigt eigentlich, dass die Spuren auf beiden, dass zwei Spuren weitergehen. Und wir fahren Richtung Osnabrück jetzt ab. Wir sind jetzt endlich da. Okay, fast. Wir finden uns zwar schon kurz vom Ortseingang, aber es ist noch ein kleines Stückchen. Gut angegeben, hier innerorts sind 60. Sollte man eigentlich auch beherzigen, aber wenn man will, kann man auch ein bisschen schneller fahren, solange der keine Radarfalle ist. Weil Radarfalle kostet immer 550 Euro, wenn ihr geblitzt werdet. Wechseln wir schon mal die Spur. Und willkommen in Osnabrück. Und wir haben Volvo-Händler entdeckt. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay, in Osnabrück gibt es einen Volvo-Händler. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Aber wie wir uns einen LKW kaufen, da kommen wir später zu. Ja, das liebe ich an der KI. Fährt mir voll in die Karre. Obwohl ich noch grün habe. Und ja, okay.
Okay, das sollte eigentlich nicht passieren. Das sieht einfach so aus, als wenn es eine Ausfahrt ist. Ja, ist halt so. Aber die ist es jetzt definitiv. Automatisches Parken? Nee, muss nicht sein. Vielleicht schaffe ich es sogar im ersten Rutsch direkt reinzuparken. Chancen stehen 50-50. Okay, es hat nicht hingehauen. Muss man, wenn man rückwärts einen Trailer versucht einzuparken, muss man immer doppelt und dreifach denken, wie reagiert das Ding jetzt? Muss man jetzt nach links lenken, damit der Hänger rechts rumschwingt oder links rum? Da komme ich immer komplett durcheinander. Oh, das sieht schon deutlich besser aus. So. Und drin ist er. Zwar nicht ganz perfekt, aber es hat geklappt. Und diese 1%, den habe ich der KI jetzt gerade zu verdanken. Gucken wir nach Mails. Selbstständige Fahrer gesucht? Nein. Frachtraten von 5.900 Euro pro Auftrag? Nein. Wir können mehr verdienen, wenn wir selber fahren. Aber wir müssen noch ein bisschen Geld besorgen. Dann speichern wir mal. So, wir haben ja insgesamt 3 Touren gemacht. Und ich würde jetzt so spontan sagen, bis zum nächsten Mal.